jetzt? Ha? Hast du schlecht geträumt? Oh, komm, gleich ist vorbei. Gleich vorbei. Schlaf. Ja, was ist? Komm, wir gehen schnell runter. Ja, komm. Aber das erschreckt uns gar nicht. Wir beide sind hier im sicheren Schloss. Ja. Na, was hat er denn, der Bub? Weiß auch nicht. Wahrscheinlich wieder Bauchschmerzen. Mein Johannes, tut der dumme Bauch wieder weh. Thomas meint, manche Babys haben Schwierigkeiten mit der Umstellung beim Essen, aber... Ja. In ein paar Wochen oder Monaten ist alles vorbei. Wir kriegen zwar kaum noch Schlaf, aber dafür sind wir mit ihm belohnt. Oh, ich bin so froh. Ja, und ich erst. Ja, wer ist denn bei diesem Wetter noch unterwegs? Na, schau mal ja, nach. Was denn? Ja, ist so schlimm. Hallo? Hallo? Ist da wer? Um Gottes Willen, was machen Sie denn da bei diesem Wetter? Schnell, kommen Sie rein. Das tut gut. Ja. Jetzt erzählen Sie doch mal, was Sie bei diesem Unwetter da draußen gemacht haben. Sie sind doch nicht aus Sonnenstein. Nein. Ich bin aus Oberbergen. Ach so. Sie sind ja ganz nass. Das ist aber ein ganz schönes Stück von hier. Setzen Sie sich ans Feuer. Es trocknet. Dankeschön. Ich mache gern Bergtouren. Wissen Sie, manchmal, da laufe ich einfach drauf los. Am frühen Morgen noch vor Sonnenaufgang. Und in der Nacht komme ich dann wieder zurück. Was? Ganz allein? Ja, die Bergluft tut mir gut. Und wenn man dann am Gipfel ankommt und so auf die Welt runterschaut, da, da fühlt man sich so, so frei. Ja, aber diesmal habe ich mich mit dem Wetter vertan. Wie ich vom Berg abgestiegen bin, ist es plötzlich dunkel geworden. Es hat angefangen zu regnen, zu gewittern. Und dann habe ich mich verirrt. So, trinken Sie das. Dann wird er gleich wieder warm. Was ist denn los? Oh, Johannes, mein Süßer. Was ist denn? Darf ich mal? Ja, wenn Sie meinen. Jetzt geht's dir gleich wieder besser, mein Schatz. Sie können zaubern. Ich kenne mich ein bisschen aus mit kleinen Kindern. Wenn sie Bauchweh haben, dann ist ihnen diese Lage viel angenehmer. Man könnte meinen, es hätte sie uns der Himmel geschickt. Mitten in diesem Septembergewitter. Silvia. Hallo, Ludwig. Unglaublich. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Willst du damit sagen, dass ich schon vor 20 Jahren genauso alt ausgesehen habe wie heute? Ganz im Gegenteil. Du warst vor 20 Jahren die schönste Frau von Tirol und bist es vermutlich immer noch. Ich find's wunderbar, dass du mich abholst. Noch dazu so früh am Morgen. Ich find's wunderbar, dass du deinem Streit mit Markus endlich ein Ende bereiten willst. Nach 15 Jahren wird's allerhöchste Zeit. Komm. Du hast recht. Eigentlich sind wir alt genug, uns endlich zu versöhnen. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass die Taufe meines ersten Neffen vielleicht eine passende Gelegenheit wäre für eine Überraschungsbesuch.
Außerdem freue ich mich schon seit Jahren darauf, mich endlich an Tafelspitz und Germknödel satt zu essen. Tiroler Luft schmeckt immer noch wie Champagner. Sag nicht, dass du heimatliche Anwandlung bekommst. Dafür hast du zu lange nichts von dir hören lassen. Markus wird nicht glauben, dass du es bist. Weißt du schon, wann du auf Schloss fährst? Heute noch nichts. Ich glaube, ich muss mich erst mal akklimatisieren. Hast du mir das Hotelzimmer bestellt? Ja. Im Innsbrucker Hof. Sehr gut. Und außerdem habe ich noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen, bei denen du mir unbedingt helfen musst. Ich? Wobei denn? Wirst du schon sehen. Grüß Sie, Moser. Graf Brauneck, welche Freude. Wir haben Sie sehr vermisst. Bleiben Sie länger? Ich hoffe, ich kann für immer bleiben. Allerdings nicht hier im Hotel. Ich werde in ein paar Tagen ins Schloss umziehen. Bis dahin gestatten wir uns, Sie zu verwöhnen. Genau wie früher. Suite Nummer 3. Und selbstverständlich steht Ihnen das ganze Haus uneingeschränkt zur Verfügung. Danke, Moser. So, und was ist mit uns beiden jetzt? Ich muss jetzt gehen, ich habe einen Termin. Du musst schon gehen? Komm. Lass uns zusammen frühstücken, ja? Du, Ludwig, ich habe wirklich keine Zeit. Sag mal, hast du mich denn gar nicht vermisst? Oder hast du vielleicht schon alles vergessen? Ich nicht, aber du offensichtlich. Oder weißt du nicht mehr, dass du mich vor 15 Jahren verlassen hast? Okay, ich würde sagen, wir begraben die Vergangenheit. Ja. Aber in der Gegenwart muss ich dir sagen, dass du mir noch immer sehr gefällst. Ich sehe schon, ich war zu lange weg. Also, was ist? Wann sehen wir uns? Um 10? Nein. Bitte. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Also gut, 10:30. Wunderbar. Hallo? Gut siehst du aus, mein Schatz. Was so ein paar Stunden ununterbrochener Schlaf so alles ausmachen, hä? Hast du Johannes schon gesehen? Ja, wir haben ihn vor einer Stunde gewickelt und gebadet und jetzt ist Elisabeth mit ihm an die frische Luft. Du, die ist perfekt. Ich werde sie fragen, ob sie bei uns bleiben will. Das kannst du doch nicht. Wir kennen sie doch überhaupt nicht. Sie taucht in einer Gewitternacht aus dem Nichts auf. Du weißt nicht, woher sie kommt, wohin sie will. Na, vielleicht wird sie gesucht. Vielleicht. Sie kommt aus Oberbergen. Das weiß ich schon. Jetzt sei doch nicht so misstrauisch. Das Wichtigste ist, dass sie mit dem Kind gut umgehen kann. Und das kann sie wirklich. Ja, das stimmt. Ich muss los. Also, wenn du mit ihr redest, dann frag sie wenigstens nach einem Zeugnis oder einer Empfehlung, ne? Ja, ja, alles, was du willst. Hauptsache, sie bleibt. Du bist unverbesserlich. Und vergiss nicht, bevor du den Kleinen badest, warte auf mich, bis ich zurück bin, ja? Freu mich den ganzen Tag drauf. Der Kleine geht jetzt gleich schlafen. Ich wollte Sie gerade aufsuchen, um mich zu verabschieden. Vielen Dank, dass ich heute Nacht hier bleiben durfte. Wollen Sie wirklich schon gehen? Ja, ich muss. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, ob Sie nicht bei uns bleiben wollen. Sie wirken Wunder. So friedlich hat unser kleiner Johannes noch nie geschlafen. Ich suche nämlich verzweifelt seit Wochen nach einem Kindermädchen. Sie kriegen auch ein gutes Gehalt. Schauen Sie, ich habe das Gefühl, Sie sind genau die Richtige für meinen kleinen Spatz. Ich weiß nicht, das kommt alles so plötzlich. Wissen Sie, ich war eine Zeit lang krank. Und haben Sie Familie? Gibt es jemanden, der auf Sie wartet? Ja, bitte, dann bleiben Sie doch bei uns. Ich bin sicher, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Oder gefällt es Ihnen nicht bei uns? Hm? Doch, es gefällt mir sehr gut. Der Kleine ist sehr lieb. Aber Sie kennen mich doch gar nicht, Frau von Brauneck. Ich habe aber das Gefühl, als würde ich Sie schon sehr lange kennen. Und unser Kleiner, der mag Sie auch sehr. Das spüre ich. Ich mag ihn auch sehr gern. Na ja, bitte, dann bleiben Sie doch bei uns. Wissen Sie was? Wir fahren heute Mittag und holen Ihre Sachen, ja? Och, nicht weinen, mein Kleiner. Gestern Abend hat der Maxl angerufen und gesagt,
Das wäre die beste Idee der letzten Jahre gewesen, ihn zusammen mit der Froni ins Ferienlager zu schicken. Was hörst denn du von ihr? Gefällt ihr auch so gut? Ja, am Anfang hat es wohl ein bisschen Heimweh gehabt, aber inzwischen findet sie es super, wie sie sagt. Tja, ist alles in Ordnung. Ein Prachtbursche, dein Sohn. Ja, du, und stell dir vor, inzwischen schläft er schon fast 6 Stunden durch. Na, siehst du, kleiner Mann. Dein kleiner Bauch wird sich sehr schnell an die neue Nahrung gewöhnen. Na, hoffentlich. Entschuldigung. Ach, Elisabeth. Bitte, ich wollte Sie gern Dr. Burgner vorstellen. Das ist mein neues Kindermädchen, Elisabeth Wegner. Ach, hast du doch noch jemanden gefunden? Ich hoffe, Sie kennenzulernen. Ja, ich hoffe, dass Sie sich schnell hier eingewöhnen. Das hoffe ich auch. Sie ist nämlich ein Engel. Seit sie da ist, schläft der Bub. Ja, aber jetzt passt ihm was nicht. Trotzdem muss ich weiter. Ciao, ihr zwei. Ciao, Thomas. Ich bring sie hinaus. Gern. Danke. Jo, jetzt gibt's gleich das Fläschchen. Ja. Du hast Hunger, mein Spatz. Vielen Dank, dass Sie nichts gesagt haben. Ich frage mich nur, warum Sie es nicht wollen. Ich will die Vergangenheit vergessen. Ein neues Leben anfangen, wie man so schön sagt. Ich wünsche Ihnen alles Glück dafür. Aber hier im Schloss sind Sie ja gut aufgehoben. Ich weiß. Deshalb sollen ja die Grafen nichts erfahren. Ich stehe doch unter Schweigepflicht. Das wissen Sie doch. Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Doktor? Ja? Vielen Dank. Ist schon gut. Bringen Sie mir bitte noch ein Wasser. So ein Germknödel gibt es in ganz Amerika nicht, nur hier im Café Altstadt. Es hat Wochen gegeben, da habe ich jede Nacht davon geträumt. Erinnerst du dich, als wir in unserer Schulzeit fast jeden Tag hier angefangen sind? Es war viel schöner als Latein. Und wann gehst du aufs Schloss? Vielleicht morgen oder übermorgen. Ich habe vorher noch ein paar wichtige geschäftliche Dinge zu erledigen. Aber dann habe ich alle Zeit der Welt, um mich mit Markus zu versöhnen. Was sagst du als eine Anwältin und alte Freundin? Wird deinen Streit mit mir begraben? Tja, ich hoffe es. Aber genau sagen kann ich das natürlich nicht. Du kennst ja Markus. Er war immer ein Dickkopf und wird es auch immer bleiben. Guten Morgen, Gerber. Wie geht's den Kindern? Guten Morgen, Chef. Den Kindern geht's super. Es sind ja Ferien. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen allseits. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich habe schon versucht, Sie im Schloss zu erreichen. Ja, wo brennt's denn, Tanne? Baltimore. Wissen Sie, was das bedeutet? Machen Sie mir sofort eine Verbindung mit Baltimore. Bill muss mir erklären, warum er die Verträge nicht mehr verlängert. Mal sehen, was er mir zu sagen hat. Und sehen Sie zu, dass der Tomaschek kommt, sofort. Und treiben Sie mir die Bergen auf. Sagen Sie, es ist dringend. Also, wir sehen uns später, ja? Nein. Das heißt, ruf mal lieber vorher an. Ich weiß nicht, ob ich mich frei machen kann für dich heute. Naja, wenn ich ganz lieb bitte. Hm? Ach komm. See you, sweetheart. Hallo? Ach, Tannen. Ja gut, sagen Sie ihm. Ich bin schon unterwegs. Bis gleich. Tschüss.
Ich möchte zu Herrn Direktor Malzacher, bitte. Haben Sie einen Termin? Sagen Sie ihm, Ludwig Brauneck wäre hier. Ich bin eben erst aus Amerika angekommen. Einen Moment, bitte. Herr Direktor, hier ist ein Herr Brauneck, da möchte Sie dringend sprechen. Ich verstehe das einfach nicht. Bill Ford kann doch nicht einfach so aus heiterem Himmel unsere Zusammenarbeit beenden, ohne Begründung. Vor 10 Jahren noch hat er mir fast die Bude eingerannt, nur um mit mir ins Geschäft zu kommen. Ja, was sagt er denn? Haben Sie ihn denn gesprochen? Seine Sekretärin sagt, er sei beim Hochseefischen. Und sie selbst wisse von nichts. Ich werde wohl rüberfliegen müssen. Wenn wir wenigstens ein zweites Standbein hätten. Japaner! Wir hätten damals auf Ihre Bedingungen eingehen sollen. Aber Herr Graf, Sie wissen doch selber, dass die Japaner versucht haben, uns über den Tisch zu ziehen. Das war schon richtig, dass wir uns nicht von denen haben knebeln lassen. Ja, aber jetzt sitzen wir in der Tinte. Also, ich verstehe das nicht. Guten Tag, die Herren. Na, wo brennt's denn? Was brennt? Es schaut so aus, als müssten wir demnächst Konkurs anmelden. Wenn Bill Ford tatsächlich die Verträge nicht verlängern will, können wir nichts machen. Juristisch jedenfalls ist alles wasserdicht. Ich will mit Bill reden. Ich muss wissen, warum er das tut. Musst du nicht. Wir müssen sehen, dass wir einen neuen Abnehmer finden für dein Bier. Und du musst morgen als erstes zur Bank und vorfühlen, wie viel Malzacher bereit ist, im Falle des Falles dir noch zu geben. Aber pass auf, wenn Malzacher erfährt, dass Ford abgesprungen ist und du noch keinen Ersatz hast, dann wird's ganz schön eng. Ja, kannst du mir vielleicht verraten, wo ich den jetzt so schnell herzaubern soll? Ach, hätte ich nur auf die ganze Modernisierung hier verzichtet. Ich war so sicher, dass es in den nächsten beiden Jahren weiter aufwärts geht. Ja, nun wirf nicht gleich die Flinte ins Korn. Du hast ja schließlich noch andere Kunden. Da täuschst du dich. Also, wenn ich nicht schnellstens wieder einen Großabnehmer finde, dann helfen mir die paar Hotels und Wirtshäuser auch nicht weiter. Ich fange heute Abend noch an, mich umzuhören. Hm. Mensch, das wäre doch gelacht, wenn wir dein Spitzenbier nicht absetzen können, ha? Hm. Ich danke dir. Und bitte, ich werde Alexander noch nichts von meinen Schwierigkeiten sagen. Ich möchte sie nicht unnötig aufregen. Wir schaffen das schon. Ciao. Ciao. So, mein Schatz, jetzt kriegst du deinen Tee und dann kannst du gleich wieder schlafen. Hm? Ah, guten Abend, Herr Graf. Guten Abend. Ja, schau, wer da kommt. Na, mein Kleiner. Wie geht's dir denn? Komm her zu mir. Was hat er denn? Der Bauch. Aber ich mache ihm jetzt gleich einen Kümmeltee, dann geht's ihm gleich wieder besser. Was, ein Kümmeltee? Den hat mir meine Großmutter früher auch immer gegeben. Mhm. Also, dann schlaf gut, mein Sohn. Hm? Komm her, mein Schatz. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Komm. Na, komm her. Markus? Schlaf ruhig weiter, es ist spät geworden. Was war denn los? Ach, nichts Besonderes.
Ich musste nur, weißt du, ich bin mit Silvia noch ein paar Verträge durchgegangen. Du arbeitest zu viel. Du bist viel zu wenig bei uns. Nur weil ich ein bisschen später komme? Geh, Alexander. Manchmal ist sowas halt nötig. Es ist ja nicht die Norm. Außerdem, ich vermisse euch doch auch. Du siehst schlecht aus. Sag mal, ist wirklich alles in Ordnung? Aber sicher. Was gibt's bei dir Neues? Bist du mit dieser Elisabeth zufrieden? Sie ist wunderbar. Ja? Na, hoffentlich. Mein Sohn hat jedenfalls vorhin ganz schön gebrüllt, als ich ihn nehmen wollte. Sie wird ihn doch nicht gegen mich aufhetzen. Du, das ist ein solches Glück, dass wir die haben. Ich bin so froh. Und du solltest auch froh sein. Bin ich auch. Sie kennen doch den guten Ruf des Brauneckschen Bieres. Ja, die Bilanzen sind gut. Der Graf hat erst letztes Jahr das Sudhaus modernisieren lassen. Technisch ist die Brauerei auf dem neuesten Stand. Genau. Wie bitte? Ja, selbstverständlich. Wir werden Ihre Angelegenheit mit absoluter Diskretion behandeln. Gut, wir hören dann voneinander. Ja, ich schicke Ihnen das Fax sofort los. Ja, auf Wiederhören. Was machst du denn hier? Sag mal, bist du zu deinen Verehrern immer so schroff? Ich mag's einfach nicht, wenn man mich am frühen Morgen so überfällt. Ohne Vorwarnung. Bitte, vielmals um Entschuldigung, es tut mir leid. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch nicht nur gekommen, um dir Guten Morgen zu sagen. Ich mache mir Sorgen. Stimmt es, dass Markus vor der Pleite steht? Sein größter Abnehmer soll abgesprungen sein. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Na, hör mal. Markus steht vor der Pleite und seine eigene Anwältin weiß nicht Bescheid. Jetzt hör schon auf. Von mir kriegst du nichts raus. Ich verstehe schon, dass du deinem Arbeitgeber gegenüber loyal sein musst. Aber meinst du nicht, es ginge mich etwas an, wenn es meinem Bruder schlecht geht? Falls Markus wünscht, dass du über seine Befindlichkeit informiert wirst, wird er das selber tun. Ich werde jedenfalls nicht mit dir über ihn reden. Also ich muss sagen, du hast mir damals schon als fleißige Studentin sehr gut gefallen. Nur jetzt so als richtige Anwältin. Da finde ich dich einfach unwiderstehlich. Haben Sie alles? Ja, alles da. Mein lieber Brauneck, was darf ich Ihnen anbieten? Kaffee? Schnäpschen? Oder Bier? Wir haben Brauneck-Bier. Danke, nichts. Bitte nehmen Sie doch Platz. Erzählen Sie mal, wo Sie der Schuh drückt. Wollen sehen, was wir für Sie tun können. Wir sind hier, weil wir vorfühlen wollten, ob noch eine Erhöhung unserer Kredite möglich ist. Wir planen neue Investitionen. Neue Investitionen? Tja, wir haben Ihre Brauerei immer gerne unterstützt. Das hat schon Ihr Vater zu schätzen gewusst. Tja, und dann diese Geschäfte mit Amerika. Ganz große Klasse, wie Sie das in den letzten Jahren immer gemanagt haben, mein lieber Graf. Danke.
Nun, ich denke, wir werden uns einig werden. Die Einzelheiten besprechen Sie dann mit Gerstinger, wie immer. Ich muss Ihnen noch sagen, dass ich sehr froh bin, dass Sie Ihr kleines Problem so schnell in den Griff bekommen haben. Kleines Problem? Nun, ich darf doch davon ausgehen, dass Sie einen Ersatz für Billford gefunden haben. Oder haben Sie diese nun wirklich sehr unangenehme Situation nicht im Griff? Natürlich haben wir die Situation im... Es ist nur, so schnell kann man einen Ersatz für Billford nicht finden. Wir brauchen auch Zeit. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, mein lieber Graf, aber ohne einen potenten Großabnehmer kann ich Ihnen keinen weiteren Kredit geben. Ja, aber Sie haben doch gerade eben gesagt, dass... So wie die Lage ist, kann ich Ihnen nicht einmal einen Aufschub in der Rückzahlung geben. Und wenn Sie nicht in kürzester Zeit Ersatz finden, muss ich Ihnen leider sämtliche Hypotheken und Kredite kündigen. Ja, aber Sie müssen doch erst mal abwarten, bis ich einen neuen Abnehmer gefunden habe. Ja, sobald Sie einen vorweisen können, ist alles wieder in Ordnung. Aber es sollte schnell gehen, Graf. In Zeiten wie diesen sind Banken, und davon darf ich die meine gar nicht ausnehmen, nicht sehr geduldig. Soll das heißen, Sie sehen ruhig zu, wie ich in den... Es tut mir sehr leid, lieber Brauneck. Aber wenn Ihr Unternehmen nicht in Ordnung ist, kann ich mit meiner Bank nicht dafür gerade stehen. Ich fürchte, wir können Ihre Brauerei nicht retten. Sie sind nur für den Kleinen da. Der Johannes schläft im Garten. Da kann ich die Zeit ja nützen. Sie haben mir doch erzählt, dass Sie krank waren. Ruhen Sie sich ruhig aus. Ich möchte nicht, dass... Ach, ich bin doch froh, wenn ich was zu tun habe. Da kommt man wenigstens nicht zum Denken. Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein. Ich meine, wenn Sie Geldprobleme haben, dann... Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich habe keine Probleme. Entschuldigung, ich wollte nicht... Sie müssen mir nichts erzählen. Ich meine nur, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, ich höre Ihnen gern zu. Sie haben Besuch. Er wartet unten im Garten. Im Garten? Wer denn? Das hat er nicht gesagt, aber Sie würden sich freuen, ihn zu sehen. Entschuldigung. Na, du? Ist das nicht schön hier im Garten? Hm? Entschuldigung. Was machen Sie denn da? Meine liebe Alexandra, ich bin gekommen, meinen einzigen Neffen zu besuchen. Ludwig? Ich bin entzückt, immerhin. Du weißt meinen Namen noch. Komm, Schwägerin, lass dich anschauen. Ich muss sagen, die Mutterschaft steht dir wirklich ausgezeichnet. Die sind fertig. Was willst du hier? Weiß der Markus, dass du da bist? Tja, mich hat die Sehnsucht getrieben. Sag mal, bist aber nicht sehr begeistert. Was hast du eigentlich gemacht die ganzen Jahre? Warst du im Gefängnis oder was? Wie kommst du denn darauf? Nein, ich habe das, was man im Märchen nennt, mein Glück gemacht. Und jetzt bin ich hier, um meinen einzigen Neffen zu sehen und um mich mit Markus zu versöhnen. Da wird er sich aber wahnsinnig freuen. Das wird er bestimmt.
Vielleicht nicht sofort. Komm doch mal rüber, du musst mir da helfen. Ich hab gehofft, dass du mir hilfst. Markus, grüß dich. Bei was soll ich dir helfen? Na, helfen kann mir vermutlich niemand. Ich brauche halt jemanden zum Reden. Ich bin pleite. Schlicht und ergreifend am Ende. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Geh mal rüber. Dann zeige ich Johannes noch Disneyland. Das ist lustig. Das gefällt ihm bestimmt. Mhm, sicher. Und du und Markus, ihr könnt in der Zwischenzeit euch vielleicht... ja, seht euch bei Beverly Hills an. Oder was wäre mit dem Grand Canyon? Schön. Jetzt habe ich eine noch bessere Idee. Ihr fliegt in mein Haus. Da ist es, nach Hawaii. Boah. Also, dass du eine solche Karriere gemacht hast. was ist jetzt eigentlich genau deine Branche? Ach, das sind so Export-Import-Geschäfte. So ähnlich. Ach, Elisabeth. Ich möchte dir mein Kindermädchen vorstellen. Elisabeth Wegner, das ist mein Schwager Ludwig Brauneck. Ich bin der Onkel von diesem reizenden Kind. Wir wollten nur gute Nacht sagen. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf gut. Und ich? Darf ich vielleicht meinem Neffen auch ein gute Nachtküsschen geben? Ja, aber natürlich. Sleep well, Junior. Und wir werden doch sehen, was der liebe Onkel aus Amerika morgen für tolle Geschenke mitgebracht hat. Ein bisschen spröde, Mädchen, was? Findest du? Naja, ganz so gut wie der Kaffee von der Sabina ist er nicht, aber wenn die Hausfrau die italienische Familie besucht, muss man sich bescheiden. Was soll ich jetzt Alexandra sagen? Unser gesamter Besitz rennt mir praktisch wie Sand durch die Finger. Gerade jetzt, wo alles so schön ausgesehen hat. Wir haben endlich unser Kind bekommen. Alexander und ich verstehen uns so gut wie noch nie. Und jetzt das. Ja, du darfst dich da nicht so reinsteigern. Bestimmt gibt es für eine Brauerei auch noch andere Überlebensmöglichkeiten als nur den US-Markt. Vielleicht hast du dich zu sehr auf diesen Bill Ford fixiert. Das Schlimmste daran ist, dass ich von meiner Bank abhängig bin. Also wenn ich Brauneck verliere, bin ich nichts. Absolut nichts. Blödsinn. Du hast doch studiert. Ja, du kannst doch mehr als nur eine Brauerei führen. Bist du sicher? Ganz sicher. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass du einen klaren Kopf behältst. Ich bin absolut überzeugt, dass es irgendjemand gibt, der dein Bier auch zu schätzen weiß. Und dann... Wenn die Brauerei in Schwierigkeiten ist, heißt das doch noch lange nicht, dass auch das Schloss gefährdet ist, oder? Weißt du, wie eng das alles miteinander verbunden ist? Wenn ich die Brauerei nicht halten kann, kann ich auch das Schloss nicht halten. So einfach ist das. Aber vielleicht geschieht ja noch ein Wunder. Ich habe dein Zimmer fertig machen lassen, Ludwig. Ich danke dir. Also... Auf dich. Es ist eigentlich schade, dass du dich damals nicht für mich entschieden hast. Ludwig. Was macht er hier? Bruderherz, da staunst du, was? Der verloren gegangene Sohn ist wieder heimgekehrt. Wie kommt er hier herein? Ludwig wollte sich mit dir versöhnen, Markus.
Erst bringst du meinen Vater ins Grab, haust ab, lässt 15 Jahre nichts von dir hören und jetzt willst du dich mit mir versöhnen? Aber Markus, Ich weiß, ich habe viel Mist gemacht, Markus. Aber es ist die Vergangenheit. Ich bin erwachsen geworden. Es tut mir wirklich leid für alles, was geschehen ist. Ich werde versuchen, nicht nachtragend zu sein. Aber versöhnen. Es genügt mir schon, wenn du es versuchst. Ich finde, das ist der richtige Weg. Entschuldig mich. Los mit dir. Entschuldige, Alexandra, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte nur einen ruhigen Abend mit dir allein. Ist irgendwas? Oder ist es wegen dem Ludwig? Aber nein, nein, es ist... Ich habe eine solche Sehnsucht nach dir und dem Buben. Warum bist du dann nicht früher nach Hause gekommen? Also, Markus, irgendwas stimmt doch nicht. Bist du krank? Nein, wirklich nicht. Nur das Übliche. Den Lieferanten. Den Abnehmern. Zerbrich dir nicht den Kopf über so dumme Geschäftssachen. Sag mir lieber, wie es unser Buben geht. Johannes geht's gut, aber... Weißt du was, ich habe mir was überlegt. Ich werde in nächster Zeit sehr viel zu tun haben. Wär's da nicht besser, wenn du mit Johannes auf ein paar Wochen wegfährst? Irgendwohin, wo es schön ist. Ferien machst. Deine Elisabeth kannst du ja mitnehmen. Wenn es dir zu anstrengend wird. Oder zu fad. Du schickst mich weg. Aber nein. Du sollst es dir nur schön machen. Irgendwo im Meer. Mallorca. Der Positano. Das ist wirklich lieb von dir, Markus, aber mir ist im Moment nicht nach wegfahren. Der Johannes ist auch noch viel zu klein und außerdem... Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt da bin. Ich liebe dich, Markus. Ist gut, dass du da bist. Ich liebe dich auch. Hallo, meine schöne Anwältin. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass ich hier bin? Ich muss zu Markus. Ja, aber doch nicht so früh am Morgen. Doch, so früh am Morgen. Gut, gut. Bitte. Bis später. Aber vergiss nicht, Markus ist nicht so wichtig wie ich. Klar? Markus, guten Morgen. Es gibt Neuigkeiten. Hast du jemanden gefunden? Ja. Nicht ganz das, was wir wollten, aber ein Bombenangebot. Über einen Wiener Anwalt ist mir heute Morgen dieses Fax zugekommen. Von jemandem, der noch im Hintergrund bleiben möchte. Setz dich drauf. Na, ist das nicht bombig? Damit bist du einfach alle mal aus dem Schneider. Ich dachte, du wolltest die Sache vertraulich behandeln. Wieso weißt du von meinen Schwierigkeiten? Das ist doch jetzt egal. Es geht um das Angebot und das ist top. Der will nicht mein Bier kaufen, sondern meine Brauerei. Teile deiner Brauerei, ganz recht. 49%? Aber eben nur 49% und damit hast du alle Zeit der Welt, dich um neue Abnehmer zu kümmern. Na, was ist? Kein Lob, kein Dankeschön. Mensch, Markus, das ist die Rettung. Das Angebot ist absolut seriös. Ich habe alles genau geprüft. Du kannst wieder ruhig schlafen. Ich würde dir dringend raten, das Angebot anzunehmen. Nicht nur als deine Anwältin, sondern auch als deine Freundin. Aber ich will nicht verkaufen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, einen neuen Abnehmer zu finden.
Natürlich ist das möglich. In 5 Monaten, in 1 Jahr. Meine Güte, Markus, begreifst du denn nicht, unter welchem Druck du stehst? Jetzt ist doch erstmal wichtig, dass du die Brauerei überhaupt rettest. Es tut mir leid, dass ich das Angebot nicht besser würdigen kann, aber mir kommt so vor, als müsste ich mir den Arm abhacken, um zu überleben. Wir schaffen das schon. Ich verspreche es dir, wir schaffen es. Oh, Verzeihung. Ich wollte nur den Kleinen ins Bett bringen. Ja, schon gut. Bringen Sie den Kleinen in sein Zimmer. Und hab keine Angst. Ich bin ja bei dir. Auch wenn die alle so merkwürdig sind. Hm? Wieso legen Sie ihn denn hin? Ich wollte ihn gerade anziehen und ein bisschen mit ihm spazieren gehen. Er ist sehr müde. Ich glaube, es ist besser, wenn er jetzt ein bisschen schläft. Müde bist du. Na dann, schlaf schön, mein Spatz. darf ich Sie was fragen? Graf Ludwig, mögen Sie ihn? Wieso? Ich habe ihn lange nicht gesehen, ungefähr 15 Jahre. Damals, als wir noch studiert haben, da habe ich ihn ganz gern mögen. Aber dann... Zwei Männer unter einem Dach. Und beide lieben dieselbe Frau. Was ist eigentlich mit Ludwig? Was soll schon mit ihm sein? Ich bin ihm begegnet. Er soll ja sehr erfolgreich sein in Amerika. Jedenfalls habe ich ihm nichts von meinen Schwierigkeiten gesagt. Er weiß aber... Ich dachte, ihr wolltet euch versöhnen. Ach, verdammt nochmal. Ich habe im Moment ganz andere Sorgen. Schade. Wenn er schon mal vernünftig ist, könntest du es eigentlich auch sein. Silvia! Ich wusste gar nicht, dass du da bist. Hallo, bin ja auch schon fast wieder weg. Ich war nur gerade da und habe Markus ein paar Unterlagen gebracht. Ja, also, denk noch mal drüber nach, bitte. Ciao! Ist gut. Ich rufe dich an. Willst du mir nicht endlich sagen, was los ist? Morgen früh sage ich Ludwig, dass ich ihn hier nicht haben will. Aber das kannst du doch nicht machen, Markus. Das ist doch dein Bruder. Ich will ihn hier nicht haben. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist doch sonst nicht so nachtragend. Er hat meinen Vater umgebracht. Dass ich das nicht vergessen kann, nennst du nachtragend. Mein Gott! Sei doch nicht so hart! Was erwartest du eigentlich von mir? Dass ich ihn mit offenen Armen aufnehme? Ich lasse mich von ihm nicht so leicht einwickeln wie du oder Silvia. Also Markus... Lass mich doch in Ruhe, ich will von ihm nichts wissen. Dann sag mir endlich, was los ist. Du verschweigst mir doch irgendwas. Das geht dich nicht an! Ja, ist ja alles gut, mein Schatz. Die dummen Erwachsenen müssen sich immer streiten. Aber du brauchst keine Angst haben. Ich bin ja bei dir. Na, komm her, mein Schatz. Komm her. Ist ja gut. Was soll ich denn damit anfangen? Du kannst mir doch deine Sorgen anvertrauen. Wir gehören doch zusammen. Kannst du das nicht verstehen? Ich will einfach nicht darüber reden. Ja, weil du über deine Probleme lieber mit Silvia Bergen redest. Die hat dich ja sowieso schon immer besser verstanden als ich. Jetzt fangst du wieder mit diesem Blödsinn an. Weißt du was? Mir reicht's jetzt langsam. Markus, bitte. Ich kann's nicht mehr hören. Hast du es kapiert? Bitte, Markus, sei nicht so laut. Das Kind wacht auf. Das Kind. Jetzt kommst du mir wieder mit dem Kind. Dabei bist du nur froh, dass Elisabeth dir das Kind abgenommen hat. Markus! Ist sowieso die bessere Mutter.